hat darauf gar keinen Einfluss. Das ist, wenn man so will, ein Palaververein. Es gibt eine Mauer hier. Das ist nur da für Sie, dass Sie denken Demokratie. Die Brüsseler EU, müssen wir mit Entsetzen feststellen, ist gar keine Demokratie oder eine demokratische Struktur. Grundlage jeder Demokratie ist der Grundsatz, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Und wenn die politische Exekutive, also die EU-Kommission in diesem Fall, nicht mehr durch den Willen des Volkes kontrolliert wird, wird aus der Demokratie eine Diktatur. Jetzt gucken wir uns kurz an, was das Ziel einer solchen Diktatur sein könnte. Ist ganz einfach. Das Geschäft wird fortgesetzt. Das waren die ursprünglichen Pläne der IG Farben, was sie vorhatten mit der militärischen Eroberung Europas. Kontrolle über patentierte Pharmapräparate von ganz Europa, von Sofia, von Lissabon bis Sofia. Patentierung von chemischen Produkten, Hightech-Produkte. Die EU-Pläne der IG Farben Nachfolger. Die blauen Kreise sind uns schon vertraut. Da waren wir vorhin stehen geblieben. Zwei Moleküle machen eine Azo-Gruppe. Wenn man drei Moleküle, das sind die Präparate, die im KZ Auschwitz getestet wurden, wenn man drei Moleküle Stickstoff zusammenbringt, bekommt man eine Azido-Gruppe. Das ist ein Kind in einem Lego-Baukasten, kann das machen. Das ist die chemische Grundlage für das, was nach dem Krieg als gigantische Märkte geschaffen wurde und was durch das EU-Konstrukt geschützt wird und gefördert wird. Das ist die Grundlage für das AIDS-Marketing, ACT, ist das meistverwandte AIDS-Chemopräparat in Afrika. Auschwitz, Völkermord, Afrika, Völkermord. Patente, Patente. Damit nicht genug. Wir müssen verstehen, Patente sind der Schlüssel der ökonomischen Kontrolle über ganz Europa. Der Bereich Pharma und Gesundheit ist nur einer davon. In den letzten Jahren hat sich dieser Bereich ausgeweitet, Genpatente. Genpatent bedeutet Besitz ganzer Organe unseres Körpers oder ganze Körperteile durch Konzerne. Also Hoffmann La Roche besitzt das Herz. Wenn einer mal eine, wenn es technisch möglich wird, eine Herztransplantation braucht mit einem neu gezüchteten Herzen, ist er von Roche abhängig. Patente sind nicht nur der Schlüssel der ökonomischen, sondern auch der politischen Kontrolle über ganz Europa. Dieses Bild macht es eindrucksvoll deutlich. Der nächste Multimilliardenmarkt mit Patenten des Pharma-Chemie-Ölkartells ist gentechnisch veränderte Nahrung. Die Birnen, die Kartoffeln, die in unserem Garten seit Generationen gewachsen sind, werden ersetzt durch Kartoffeln und Birnen, wo ein kleines Teilchen, eine Nukleotidsequenz, der Baustein eines der Erbsubstanz, ein DNA-Teilchen verändert ist. Damit kann man patentieren, weil es nicht mehr die Kartoffel aus dem Garten ist, sondern eine neue Produktgruppe. Und jetzt, das passiert jetzt schon, jetzt baut man ein weiteres Gen ein, was diese Saat nur einmal im Jahr aufgehen lässt und danach nie wieder. Ein sogenanntes Terminator-Gen.
Jetzt denken Sie mal den nächsten Schritt. Diejenigen, die diese Patente besitzen, diese Saatgut kontrollieren, denen ist die Bevölkerung irgendwann auf Gedeih und Verderb ausgesetzt. Die können mit einem Federstrich, können sie eine Hungersnot erzeugen, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten, wenn sie weiterhin zu diesen Veranstaltungen von dem Rat gehen oder gar in seiner Gesundheitsallianz mitarbeiten. Jetzt beantworten Sie sich die Frage, wir haben viel über Patente gesprochen, jetzt beantworten Sie sich mal die Frage, was würde eigentlich geschehen, wenn es in ganz Europa ein Gesetz gäbe, dass die Patentierung von Produkten in den entscheidenden Lebensbereichen, die uns, unseren Körper, unser Leben angehen, verbieten würde? Was wäre denn dann? Würden wir in einem besseren oder in einem schlechteren Europa leben? Ich komme auf die Reaktion zu sprechen kurz, die im Juli 2007 nach unserer Veröffentlichung losging. Den Herrn hier kennen Sie wahrscheinlich. Er sitzt in Berlin im Kabinett von Frau Merkel. Seit dem 20. Juli, seit wir diese Fakten hier veröffentlichten vom Nürnberger Tribunal, hat er keine ruhige Nacht mehr. Wochenlang war er jeden Tag im deutschen Fernsehen zumindest und forderte die Online-Internet-Durchsuchung. Vielleicht ist es sogar übergeschwappt nach Österreich. Er wollte unbedingt, dass er das Recht hat, jeden Bürger in Deutschland in Computer zu gucken, runterladen, was er wollte. Es gibt eine Existenzangst des Pharmakartells. Die Aufdeckung des Pharma-Investment-Geschäfts als organisierten Betrug, das, was wir heute besprochen haben. Die Entdeckung der Entdeckung in der Zellularmedizin als Alternative für viele Krankheitsbereiche. Auch das haben wir heute besprochen. Und schließlich durch die Aufdeckung der kriminellen Hintergründe des Pharmakartells. Wissen Sie, als ich früher aufgetreten bin, da haben mir die Leute gesagt, Dr. Rath, wenn das wahr ist, was Sie sagen, dann gibt es unter uns eine Industrie, die Pharmaindustrie, die bewusst das Leben von Millionen Menschen riskiert. Das glauben wir nicht. Sie sind ein Verschwörer. Jetzt sage ich, geht zu der Webseite Profit Over Life. Wenn ihr eine halbe Stunde dort wart, habt ihr verstanden, die haben es schon mal gemacht. Und so sind alle Machenschaften, die Sie jetzt mitbekommen haben und die Sie in den nächsten Wochen und Monaten noch zuhauf mitbekommen werden, Terrorismushysterie, Irakkrieg, das Aufheizen gegen den Islam, Vogelgrippenhysterie, Maul und Klausel, alle Maßnahmen haben ein gemeinsames Ziel, Sie psychologisch unter Druck zu setzen, damit Sie zustimmen, dass noch mehr Bürgerrechte abgeschafft werden. Damit das Pharmakartell noch mehr Kompetenz übernimmt. Und wenn selbst der Spiegel, der sonst allen Schabernack mitmacht, einen Titel über den Schäuble Ideen aus der Giftküche bezeichnet, da muss man aufwachen. Telefonnummernspeicherung in Deutschland, haben Sie mitbekommen, beschlossene Sache. Jeder Anruf, den jeder Mensch von 80 Millionen Deutschen tätigt, wird registriert, wohin er geht. Jedes Fax, die Nummer wird registriert. Jede E-Mail, die Sie schreiben, wird registriert. Autonummern. 7 Bundesländer registrieren jedes Auto, was vorbeifährt. Automatisch. Computerdurchsuchung. Ist noch nicht durch. Und wenn alles nicht mehr hinhaut, wenn die Menschen aufwachen und erkennen, dass sie ihre Federmütter noch leben könnten, wenn sie das, was sie heute hier gehört haben, früher gewusst hätten, wenn sie wütend werden, dann braucht man das hier. Den Bundeswehreinsatz
im Innern. Europäische Politiker, die das Pharmakartell an die Macht bringen,